Hallo bei Bildner TV mit Caro und Christian. Heute zeigen wir euch, wie man in das spannende Thema Zeitraffer ohne Frust einsteigt. Jede Foto-App auf dem Smartphone kann heute schon Zeitraffer. Noch besser klappt der Einstieg allerdings mit einer richtigen Kamera. Mit ein paar Tipps zum Equipment und den passenden Motiven werden eure Timelapse-Filme von Anfang an richtig beeindruckend. Hallo, ich bin die Caro. Hi, hier ist der Christian. Timelapse heißt ja Zeitraffer. Genau. Was steckt denn da dahinter? Eigentlich zeige ich euch das am besten. Schauen wir uns das mal kurz an. Ich habe was dabei, was Leckeres. Tada! Das hier ist ein ganz klassischer Timelapse-Clip, bei dem man eine Zeitspanne, in dem Fall jetzt ungefähr 25 Minuten, auf einen relativ kurzen Clip reduziert, um einfach eine Bewegung, eine Entwicklung zu zeigen, die eben sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, aber eben auf eine kurze Zeitspanne. Das ist Timelapse, das ist Zeitraffer und da gibt es Millionen Möglichkeiten, sowas zu machen. Jetzt eben diese Muffins hier, das war eine Produktaufnahme quasi für einen Kunden. Das war so bestellt im Normalfall für zu Hause, fürs Urlaubsvideo oder so, macht man sowas natürlich nicht. Da geht es dann eher um Landschaften, um, keine Ahnung, um Wolken, die am Himmel dahin ziehen, um solche Themen. Also das Entscheidende sind vor allem die Motive. Genau, das Entscheidende sind natürlich die Motive. Sowas hier ist ziemlich aufwendig, das mit diesen Muffins. Aber Landschaften und so kann man auch tatsächlich schon mit einem kleinen Handy machen irgendwo. Es gibt ein paar Grundvoraussetzungen, die man erfüllen muss. Technische Voraussetzungen und auch was die Motive angeht, muss man ein bisschen drüber nachdenken. Aber grundsätzlich ist sowas tatsächlich mit dem Westentaschenhandy möglich. Also ich kann das wirklich mit dem Handy machen? Aber mit der Kamera klappt es besser. Mit der Kamera klappt es definitiv besser, weil ich bei der Kamera normalerweise mehr Einstellmöglichkeiten habe. Mit der Einschränkung. Handys sind ja ausgestattet mit Apps. Also es gibt haufenweise Kamera-Apps. Was heißt haufenweise? Aber doch relativ eine relativ große Zahl an Kamera- und Foto-Apps, die man sowohl in der Google-Welt, also in der Android-Welt, als auch im iPhone nutzen kann, mit denen man dann Timelapse-Videos gestalten kann und auch wirklich große Einflussmöglichkeiten hat, die Bildgestaltung zu ändern, die Schärfe zu ändern, die Belichtung zu ändern, den Weißabgleich und solche Dinge. Aber für den Einstieg geht es jetzt schon mal zu weit. Da kann man sich tatsächlich auch die ganz stinknormale ist jetzt nicht so das nette Wort, aber die ganz einfache Foto-App zum Beispiel am iPhone angucken. Ich würde sagen, wir schauen uns das mal kurz an, dann zeige ich mal, welche Möglichkeiten man da hat, um einfach grundsätzlich zu zeigen, wie sowas funktionieren kann. Sehr beziehungsweise gerne. Welche Einschränkungen es da mit der normalen Foto-App gibt. Also wenn du noch mehr so Food-Videos zeigst, kriege ich Hunger. Nein, keins mehr. Eins habe ich nachher noch dabei, aber das ist dann kein Food, sondern das ist so ein Klassiker aus dem Urlaub. So, ich rufe mal hier die Kamera-App auf. Und jetzt muss ich als erstes mal den Zeitraffer-Modus einstellen. Standardmäßig ist die Kamera-App vom iPhone, also das hier ist jetzt wirklich die Standard-App. Nicht die eine spezialisierte Zeitraffer-App, sondern die Standard-Foto-App vom iPhone. Die steht auf Foto, also im Fotomodus. Dann gibt es hier Video, Slow-Motion und ganz am Ende gibt es den Modus Zeitraffer. Und ich habe hier meinen Auslöse-Button. Wenn ich da drauf drücke, dann geht hier ein Countdown los. Also man sieht so diese Uhr laufen und jedes Mal, wenn die Uhr die volle Umdrehung erreicht hat, macht die Kamera eine Aufnahme, die dann eben, wenn man das jetzt länger laufen ließe, zusammengerechnet wird mit den anderen Aufnahmen, die daherkommen und dann so ein klassisches Zeitraffer-Video erzeugen. Das ist eigentlich so die größte Einschränkung an dieser Foto-App. Und wieso ist das eine Einschränkung? Die Einschränkung bezieht sich darauf, das iPhone kontrolliert ganz selbstständig, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung nach welchem Algorithmus und nach welchem Muster, das iPhone kontrolliert die Zeitabstände zwischen den Einzelaufnahmen. Eine Zeitrafferaufnahme besteht ja aus einzelnen Aufnahmen. Also ich habe eine Aufnahme, dann ein paar Sekunden später die nächste und so entsteht dann ein Film, der einen längeren Zeitraum in einer kürzeren Zeit darstellt. Und die Foto-App des iPhones definiert, wie gesagt, auf irgendeine Weise dieses Intervall. Und das möchte ich, wenn ich jetzt bewusst Zeitrafferaufnahmen mache, gefälligst selber kontrollieren. Also ich möchte, wenn ich jetzt eine Bewegung habe, wie zum Beispiel den Sternenhimmel, der bewegt sich ja extrem langsam. Also das hat überhaupt keinen Sinn, da alle 10 Sekunden eine Aufnahme zu machen, weil ich keinen Unterschied in den Bildern sehe. Das heißt, ich möchte sagen, mein Intervall soll gefälligst
alle 10 Minuten ein Foto machen. Das kann ich aber hier in dieser App, in der Foto-App vom iPhone nicht einstellen. Also dazu bräuchte ich dann eine spezialisierte App, die es aber gibt. Die wir übrigens in einem anderen Video dann später auch mal vorstellen. Da gibt es mehrere und wir werden uns da, also im Buch hier, in unserem Buch Zeitrafferfotografie, werden Apps vorgestellt. Da wird auch eine App, Labs It heißt die, explizit vorgestellt. Wir da schauen wir noch uns mal ein Video dazu, oder? Zu dieser nicht, weil da gibt es ja das Buch. Wir machen ein Video zu einer anderen App, die ich persönlich auch ganz cool finde, die für Einsteiger auch super geeignet ist. Angenommen, ich mache diese Zeitraffer-Videos mit einer Kamera. Hm? Geht das mit jeder Kamera? Grundsätzlich ja, allerdings gibt es da auch eine Einschränkung, eine technische Einschränkung. Es gibt also moderne Kameras, wie zum Beispiel die Canon 90D, die ist im Moment angesagt, oder auch die Fuji-Kameras X-T3 zum Beispiel, die haben einen Zeitraffer-Modus drin. Das heißt, ich rufe mir im Kameramenü den Zeitraffer-Modus auf und definiere dann dieses vorhin genannte Zeitintervall, zusätzlich dann noch die Belichtung, den Weißabgleich, die ganzen technischen Daten in der Belichtung und kann dann eine Zeitrafferaufnahme von der Kamera ganz automatisch steuern lassen. Wenn eine Kamera schon etwas älter ist bzw. einfacher und so einen Zeitraffermodus nicht hat, dann brauche ich irgendein technisches Gerät, um eben die Kamera alle 10 Sekunden, 30 Sekunden, was auch immer mein Intervall ist, auszulösen. Und so ein Teil, das ist quasi ein Fernauslöser, so ein Kabelfernauslöser. Es funktioniert teilweise auch über Apps, über Funk, über Bluetooth, aber die einfachste Möglichkeit ist wirklich ein Fernauslöser mit einer Timer-Funktion. So was gibt es im Zubehörhandel. Da stellt man praktisch an dem Fernauslöser ein Zeitintervall ein und der löst dann eben die Kamera in 10 Sekunden, 30 Sekunden, wie auch immer, ganz automatisch aus. Und wie sieht es mit Blende, Verschlusszeit, ISO-Wert, diesen Dingen aus? Diese Dinge, das ist tatsächlich dann eine Sache, über die man nachdenken muss, wenn man Zeitrafferaufnahmen macht. Man kann sich ja, nein, ich zeige noch mal kurz ein Video. Da müssen wir noch mal kurz das Notebook anstecken. So, wir hatten hier die Muffins, die brauchen wir jetzt nicht. Hier haben wir noch einen Sonnenuntergang. Das ist auch so eine klassische Aufnahme. Bei dieser Aufnahme verändert sich, je weiter die Sonne im Meer versinkt, jetzt könnte ich ein Lied singen, Sonne im Meer versinkt, da verändert sich die Belichtung. Das heißt, das Bild wird insgesamt dunkler. Aber wie man hier sieht bei dieser Aufnahme, ich lasse es nochmal kurz ablaufen, die Belichtung, also die Helligkeit dieses Motivs ändert sich ja eigentlich nicht. Das liegt daran, dass ich die Einzelaufnahmen manuell verändert habe in der Belichtung. Das heißt, ich habe die Belichtungszeit ein bisschen verändert und die Blende ein bisschen verändert, um alles insgesamt gleichmäßig hell zu lassen. Aber logisch, wenn man ein Motiv fotografiert, das immer dunkler und immer dunkler und immer dunkler wird und man möchte es aber eigentlich gleichmäßig hell haben, muss ich in die Belichtung eingreifen. Das heißt, ich muss irgendwo die Möglichkeit haben, Blende, Verschlusszeit oder ISO-Wert, je nachdem, zu verändern. Wenn ich das hier jetzt alles mit der Kameraautomatik machen würde, dann wäre ich auf Gedeih und Verderb der Kamera ausgeliefert. Mhm. Und gerade bei solchen Sachen wie Sonnenuntergang oder so, macht die Kamera mal ein helleres, mal ein dunkleres Bild. Also das wäre alles nicht wirklich ideal. Aber es hört sich kompliziert an. Ist wahrscheinlich auch viel ausprobieren. Definitiv. Aber was heißt schon ausprobieren? Man kann ja auch mit dem Smartphone Zeitraffer aufnehmen. Das heißt, wenn ich mir ein Motiv suche zum Ausprobieren, und wir reden ja hier immer noch über den Einstieg in die Zeitrafferfotografie. Also ich suche mir ein Motiv aus, das belichtungsmäßig relativ unkritisch ist. Also nehmen wir zum Beispiel mal den Hamburger Hafen bei bewölktem Himmel. Also das ist so belichtungstechnisch ungefähr das Langweiligste, was man sich vorstellen kann. Aber die ganzen Schiffchen, die da rumfahren und die Menschen, die umeinander laufen, vielleicht auch irgendeine Fußgängerzone, die sind belichtungsmäßig wirklich sehr einfach. Das heißt, ich muss eigentlich nur mit einem tollen Standort suchen, um einen schönen Überblick zu haben, Weitwinkel einstellen. Also Weitwinkel ist sowieso immer eine coole Sache bei Zeitrafferaufnahmen, wenn man jetzt so Plätze oder urbane Orte zeigt, also Weitwinkel, dass man möglichst viel Bewegungen drin hat und dann fange ich einfach mal an auszuprobieren. Wenn ich jetzt also wirklich diesen Bereich Belichtung außen vor lasse und mich auf die Automatik der Kamera verlasse, dann geht es eigentlich nur darum, dass ich mir überlege, was für Bewegungen habe ich da? Sind es sehr, sehr schnelle Bewegungen? Dann muss mein Zeitintervall relativ
kurz sein, um, wenn jetzt zum Beispiel ein Mensch durchs Bild geht, der geht da durchs Bild, da sehe ich ihn noch im ersten Bild und dann warte ich 30 Sekunden mit der nächsten Aufnahme, dann ist er natürlich längst weg. Aber wenn ich jetzt diesen Menschen ganz zackig durchs Bild laufen sehen möchte, dann muss ich das Intervall kürzer stellen. Das ist jetzt tatsächlich die Sache für den Einstieg. Da sollte ich drüber nachdenken, wie kurz halte ich diese Intervalle. Und dann geht es auch weiter um die technischen Aspekte. Ein Bild in einem Video dauert eine 25. Sekunde bei einer Bildwiederholrate von 25 Bildern pro Sekunde. Das heißt, ich brauche mindestens 25 Aufnahmen für eine Sekunde Video. Das muss ich auch im Hinterkopf haben. Möchte ich jetzt zum Beispiel eine Szenerie, keine Ahnung, in Venedig oder wie auch immer für meinen Urlaubsfilm, über 3, 4, 5, 8 Sekunden in einem Urlaubsvideo zeigen, dann muss ich natürlich berechnen, wie viele Bilder brauche ich überhaupt. Das sind so die Dinge, über die muss ich mir Gedanken machen, wenn ich in der Zeitrafferfotografie anfange. Und da ist das Motiv ja ganz entscheidend. Genau, das Motiv ist entscheidend. Und dann muss ich mir halt wirklich überlegen, wie lang soll es denn sein? Angenommen, ich will jetzt diese Zeitraffer-Videos weitergeben oder veröffentlichen. Muss ich da auf irgendwelche speziellen Formate achten? Wie gerade schon gesagt, 25 Bilder pro Sekunde ist so ein Standardwert im Fernsehen, YouTube-Videos oder so. Wenn man 25 Bilder pro Sekunde hat, dann ist damit auch das Videoformat mal grundsätzlich festgelegt. Es gibt haufenweise Videoformate, die auch im Internet verwendet werden, teilweise bis 60 Bilder pro Sekunde, 120 Bilder pro Sekunde. Das ist alles schon ziemlich abstrus. Also wenn man irgendwo den Daumenwert 25 Bilder pro Sekunde hat, dann ist das der erste Faktor, um Videos zu speichern. Die iPhones zum Beispiel, also die älteren iPhones, ich weiß nicht, wie es bei den ganz aktuellen ist, ob die schon 4K können, also noch größere Auflösung als dieses immer noch standardmäßige Full HD. Full HD ist 1920x1080 Bildpunkte. Das ist eigentlich so der Standard für normale Fernseher und auch im Internet. Also wenn ich denn ein Zeitraffer-Video weitergeben möchte, bin ich mit dieser Full HD Auflösung und 25 Bildern pro Sekunde eigentlich immer auf der sicheren Seite. Das kann so ziemlich jedes Gerät, das irgendwo mit dem Internet kommunizieren kann, auch abspielen. Alles andere geht schon zu weit, ist schon zu technisch und eigentlich für den Einstieg auch gar nicht notwendig. Ja, alles, was du uns heute erklärt hast, kann man ja nachlesen in unserem Buch über die Zeitrafferfotografie mit tollen Schritt-für-Schritt-Anleitungen und ganz vielen Tipps und Tricks rund um die Timelapse-Videos. Und wir machen ja noch mehr Videos zum Thema. Also definitiv, da kommen noch ein paar. Unbedingt abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Außerdem freuen wir uns über einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat und sehen uns bald wieder bei Bildner TV. Ciao. Ciao.